Herzlich willkommen zur heutigen Bibellesung. Bei der letzten am Samstag ist ein bisschen was schiefgelaufen mit dem Hochladen auf YouTube. Das tut mir leid. Aber jetzt geht es hoffentlich wieder regulär weiter. Beziehungsweise es ist ja jetzt die letzte Woche, nur noch heute, übermorgen am Donnerstag und am Samstag. Genau, aber das Jona-Buch werde ich schon noch schaffen in diesen Tagen. Heute werde ich den Schluss des dritten Kapitels vom Jona-Buch vorlesen. Wir haben ja davon gehört, dass Jona sich tatsächlich nach Ninive auf den Weg gemacht hat und den Menschen dort verkündet hat, dass in 40 Tagen die Stadt untergehen würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen die Leute eigentlich mit dieser Botschaft um? Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus Sacktuch an. Das ist schon bemerkenswert, also dass hier alle den gleichen Weg auch wählen. Es ist von keinem die Rede, der sagt, ach so ein Quatsch irgendwie, das stimmt ja sowieso nicht. Nein, sie glauben alle dieser Botschaft. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er Trauerkleider an und setzte sich in die Asche. Das ist krass. Sich vorzustellen, ein König selber würde sich so weit erniedrigen. Ich muss daran denken, Kanzlerin Merkel hat ja nach diesem Osterblödsinn sich tatsächlich öffentlich auch entschuldigt. Und viele haben gesagt, das ist schon bemerkenswert auch. Und das ist es auch. Wenn sich jemand, der in sehr hoher Position ist, öffentlich für etwas entschuldigt, was er oder sie falsch gemacht hat, das ist schon was Seltenes. Die meisten schieben die Schuld nämlich gerne auf andere oder was auch immer oder geben es gar nicht erst zu. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder die Menschen noch die Rinder und Schafe. Menschen und Tiere sollen Trauertücher tragen und laut zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt sich Gott noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Also sie versuchen alles, um das drohende Schicksal abzuwehren. Und was macht Gott? Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten. Da ließ er das angedrohte Unheil nicht über sie hereinbrechen. Gott lässt sich tatsächlich umstimmen. Er lässt sich bewegen von den Handlungen der Menschen. Tja, aber die Jona-Geschichte ist noch nicht damit vorbei mit diesem scheinbaren Happy End. Denn wie geht Jona damit um? Er hat ja sozusagen seine Botschaft verkündet und könnte ja stolz sein, dass seine Botschaft voll eingeschlagen ist. Aber, naja, dazu dann am Donnerstag mehr. Jetzt hören wir noch Musik. Das passt vielleicht auch vom Text ganz gut dazu. Die ganze Welt hast du uns überlassen, heißt dieses Lied. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, das hatten wir schon mal. Ja, was ein schönes Lied. Helge Richter spielt es uns und Maria Janke liest den Text dazu vor. Viel Spaß beim Zuhören und bis Donnerstag. Tschüss. Wir richten Mauern.
Mauern auf, wir setzen Grenzen und wohnen hinter Gittern unserer Angst. Wir sind nur Menschen, die sich fürchten können. Wir brachten selbst uns in Gefangenschaft. Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. Wenn du uns richtest, Herr, sind wir verloren. Auf unseren Schultern lastet schwere Schuld. Lass deine Gnade, Herr, vor Recht ergehen. Von gestern und von morgen sprich uns los. Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. Gib uns die Wege frei, die zu dir führen. Denn uns verlangt nach deinem guten Wort. Du machst uns frei, zu lieben und zu hoffen. Das gibt uns Zuversicht für jeden Tag. Gott schenkt